Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Hitman. Ich gucke da gerade so zu den beiden, die mir da anscheinend hinterherkommen. Das ist nicht so gut. Wir haben in der letzten Folge unser erstes Ziel eliminiert. Und zwar war das der Musiker. Jetzt ist nur noch der Anwalt dran. Ich glaube, er war Anwalt. Kommen wir da rein? Jawohl. So, wir sind immer noch kompromittiert. Kann ich mich hier einfach so frei bewegen? Ich muss jetzt gleich, wenn ich eine ruhige Ecke gefunden habe, erstmal auf die Karte schauen und gucken, wo... Kann ich mich einfach ducken? Überwinden? Eben schnell kurz einen Moment Ruhe finden. Das wäre total super. Ich glaube, hier ist es gerade ganz gut, ne? Dann schauen wir mal eben... Und ich kann es mir nicht merken. Also die beiden Tasten verwechsel ich jedes Mal. So, wo haben wir unser Ziel? Da unten. Der ist auf welcher Ebene? Der ist auf... Ist er doch hier, ne? Ken Morgan. Okay, auf Ebene 1. Das heißt, wir müssen also erstmal runter. Und dann gucken wir, wie wir da weiter... Was? Oh, die Musik. Das hat mich gerade so irritiert. Gucken wir mal, wie wir da weiterkommen. Die Waffe haben wir ja weggeworfen. Haben wir jetzt also nicht mehr dabei. Aber ich habe ja sowieso nicht vor, den zu erschießen. Also, da müssen wir dann mal schauen, welche Möglichkeit sich da bietet. Ich bin immer noch begeistert, wie schön das hier ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die Verkleidung fürs Erste hier okay ist. Der würde mich erkennen. Aber ich muss hier lang. Ich glaube, anders komme ich nicht raus, ne? Hier komme ich ja jetzt wieder dahin. Ich könnte... Moment. Ich könnte vielleicht hier runterspringen. Ist der jetzt unten? Überwinden. Wir machen das mal. Kannst du dich fallen lassen? Was? Was? Darf ich hier nicht mal hängen, oder was? Seid ihr jetzt wahnsinnig? Verbrechen wurde bemerkt. Ja, die haben die Leiche da oben gefunden. Jagd. Also machen die jetzt auf mich Jagd, ja? Kann ich direkt gleich nochmal laden? Kapitulation. Jo, Kapitulation vortäuschen. Nope. Dann laden wir nochmal. Wow, die Musik hat mich gerade mega an Mission Impossible erinnert. Wo haben wir jetzt? Ach, das ist der letzte Speicherpunkt. Da muss ich jetzt ganz von vorne nochmal... Ja, okay. Gut, bestätigen. So, ich könnte natürlich auch versuchen, irgendwie auf der anderen Seite des Gebäudes runterzugehen. Das sieht mir ja hier so aus. Ach, den habe ich vorhin angerempelt. Das sieht mir ja hier so aus, als wäre das Gebäude irgendwie so strukturiert, dass wir einen großen Innenhof haben. Und halt rechts und links... Aber da komme ich ja nicht runter. Und rechts und links ist halt das Gebäude, ne? Und in der Mitte ist dieser große Innenhof. Kann es sein, dass ich gerade einfach nur... Wo geht's denn hier rein? Einfach nur ziemlich langsam war? Ach so, nee, jetzt sind wir ganz unten. Oder kommen wir von hier irgendwie auf die andere Seite? Eine Überwachungskamera, ja gut, das ist nicht so schlimm, aber unbefugtes Betreten. Das möchte ich dann doch vermeiden, dann gehen wir doch lieber mal hier hin. So, komme ich denn... Wer ist sie denn überhaupt? Ansprechen? Achso, mit Y, natürlich. Hallo? Hallo, ich drücke Y, ich halte gedrückt, ich drücke... Ah! Hey, Abel. Hey! Who are you? Hey, mister. Who are you again? What? You are seriously testing my feet. Don't come back. Die hatten doch vorhin... Die hatten vorhin auch kein Problem mit meiner Klavierseite. Die Klavierseite ist doch gar kein... Problem, die kann ich doch öffentlich tragen. Hier ist auch nur Stuff. Okay. Na, wir gucken erstmal noch weiter, wie weit wir kommen. So, verkleide ich mich mal eben als Kellner. Vielleicht kommen wir da irgendwie besser durch. Haben die beiden den Kellner hier erkannt? Nee, ne? Nee, haben sie nicht? Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich halt nur aufpassen, weil ich nicht weiß, an welcher Ecke sonst noch Kellner rumrennen. Wo ist denn der Typ jetzt überhaupt? Ah, da, ah Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ist ja gut. Ja, jetzt habe ich den Typen verloren. Wo ist denn der jetzt? Was? Ken Morgan. Ach so, der ist auf meiner Ebene. Aber da hinten irgendwo... Push me again and see what happens. Mr. Cross,
I have arrived. Okay. Bright French colonial, the little wir können uns also nähern, das ist kein Problem. Wir hören ihm mal ein bisschen zu. True. Fish. I look forward to leaving. So, your son's manager, this Dexter Barrett. Anything I should know? Not a problem. I know the type. No, no, we'll meet on the QT. We don't want Jordan to know I'm here. He might throw a fit and sway Miss Barrett from doing the smart thing. Think nothing of it. Some things need to be handled in person. It is only the semi-finals. Ich habe gerade spontane Idee. Moment mal. Ganz spontan habe ich eine Idee. Ich werde mal kurz hier oben speichern. I'll call you from the airport. So. Oh, könnte gefährlich werden. Zieh, 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 zieh. Ah, shit. Okay, gut. Okay, genau. Genau das hatte ich nämlich befürchtet. Dann würde ich sagen, klappt das nicht und wir laden einfach. Jo. Ja, mir kam jetzt gerade nämlich so der Gedanke, dass der Security-Typ ihn ja die ganze Zeit jetzt vermutlich bewachen wird. Also egal, wo der hingeht, der Security-Typ wird höchstwahrscheinlich mitgehen. Und dann hätte ich den jetzt gerne erledigt. So, what are we really doing here, sir? If you don't mind me asking. Not at all. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, komm. Komm, ist gut. Ich kann euch auch von hier hinten belauschen. Ich kann auch einmal rumgehen, wenn es dir besser passt. Geht der nicht mit? Der geht echt nicht mit. Ach krass, hätte ich nicht gedacht. Ah, doch. Er kommt hinterher. In sicherem Abstand folgt er ihm. Na gut, dann gucken wir jetzt erstmal, wo er hingeht. Wir haben hier auch keine Gelegenheit, ne? Ja, er sieht mich. Oder aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Lass mich... Oh. Lass mich mal bitte hier durch. Ah, ah, okay. Will er was futtern? Hey, I heard someone wants to... Okay. Wir haben kein Gift. Wir haben kein Gift. Was macht er jetzt? Geht der wieder nach draußen? Nee. Okay, also hier vergiften wäre eine Option. Das Problem ist, ich habe hier noch nirgendwo Gift gesehen. Oh Gott. Nein! Oh, shit. Also immer so ein knapper Moment... Ich geh jetzt weg. Ja, ist doch alles okay. Ne, ist nicht alles okay. Och, kommt schon. Kommt schon, laden. Was muss ich jetzt laden? Echt, das hier? Ja, okay. Okay, ich weiß ja jetzt, wo er hingeht. Dann werde ich jetzt mal versuchen, mich hier irgendwie in die Küche zu schleichen. Oder aber... Ja, keine Ahnung. Wenn man ein bisschen schneller ist und nicht so blöde hängen bleibt, dann ist das alles kein Ding. So, haben wir hier irgendwas? Komme ich hier rein? Der erkennt mich nicht, ja? Toilette. Ja gut, hier wird nicht viel sein, ne? Nope, hier sind echt nur die Waschräume. Steht hier zufälligerweise irgendwo Gift rum? Was kann man hier machen? Untertauchen als Hotelmitarbeiter? Nein. Ja, nee, ich gehe davon aus, hier in den Toiletten wird vermutlich nicht einfach so Gift rumliegen. Wo ist der Kerl jetzt? Immer noch da hinten. Okay, ich muss irgendwie in die Küche kommen. Und Gift finden. Jetzt, da die Kellnerin gerade da hinten ist. Oh. Shit. Gefährlich, gefährlich. Oh. Oh, vegane Geburtstagstorte? Ja, cool. Was war das hier? Hier war gerade irgendwas? Ach, nur das Messer. Okay. Wow! Shit. Steht der da so blöd rum? Ich wollte hier natürlich durch die Tür, ne?
durch die Tür rechts, auch wenn ich nicht weiß, wohin sie uns führt. Nee, da kann ich nichts machen. Okay. Wo kommen wir hier hin? Abstellraum. Oh ja. Das ist cool. Ist hier zufälligerweise irgendwo Gift direkt neben der Küche? Das wäre super. Da könnten wir jemanden reinschleifen. Was haben wir hier? Moment, was ist das? Untersuchen, ja, können wir mal machen. Informationen einsehen. Was hat uns das jetzt gebracht? Notiz der Managerin. Zimmerservice. Eine Notiz der Hotelmanagerin. Gestern Abend hat Mrs. Jackie Carrigan aus Zimmer 207, hatten wir das nicht schon, kommt mir so bekannt vor, eine große Platte Austern, Champagner, Honig und Schlagsahne bestellt, während Miss Dexie Barrett aus Zimmer 404 eine Skinny Bitch und Knabbersellerie wollte. Zu meinem Entsetzen musste ich erfahren, dass beides nicht geliefert wurde. Erneut versuchen. So, da bin ich wieder. Da hat mein Internet gerade kurzzeitig den Geist aufgegeben. So, jetzt möchte ich aber hier ein kleines bisschen vorankommen. Das wäre schön. Das sieht hier alles so abstellkammermäßig aus, dass ich fast hoffe, dass hier irgendwo Gift rumsteht. Das wäre so super. Informationen einsehen. Ja, was sollen denn da jetzt noch Ungezieferproblemen? Die Hotelmanagerin hat einen Kammerjäger zur Bekämpfung einer Holzwurmplage engagiert. Dieser hat bereits einige Zimmer versiegelt. Desinfektion. Okay. Der Frauenschwarm. Julian, ein Mitglied der Soundcrew. Ja, ich weiß nicht. Jordan Cross Geburtstag. Ja, aber das ist doch alles egal, denn Jordan Cross ist ja schon längst tot. Wir müssen uns jetzt um den anderen Typen kümmern. Also hier sind wir auf jeden Fall schön irgendwo im Keller. Hier könnte was rumstehen. Was haben wir hier? Nee, Brechstange brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Und hier geht es wohin? Hier geht es weiter mit der Abstellkammer. Haben wir nicht zufällig mal Rattengift hier? Was ist das hier? Moment, was ist das? Rattengift! Jawohl! Sehr cool! Schön. Jetzt ist nur die Frage, ob wir uns jetzt noch als Koch verkleiden müssen. Darf ich hier so langrennen? Ob wir uns noch als Koch verkleiden müssen oder ob Kellner auch durchgeht. Und dann können wir das auf jeden Fall schon mal vergiften. Und dann hoffe ich, dass ihm schlecht wird und wir ihn irgendwo auf dem Klo dann letztendlich erledigen können. So, die Sache ist auch, müssen wir dann hier den Kuchen backen? Der würde mich erkennen. Okay, müssen wir dann hier den Kuchen backen, oder? Oh, die haben hier richtig Stress, kann es sein? Wo ist der Typ jetzt eigentlich da hinten? Und was ist der? Vergiften Gericht. Ja, ich weiß ja gar nicht, was der ist. Ist das egal? Ich renne noch mal ein bisschen hier rum. Wo ist denn der jetzt? Da hinten. Ich renne noch mal ein bisschen rum. Hallo. Jetzt sagt bloß, der geht jetzt erst wieder zurück. Geht da telefonieren. Der geht da jetzt wieder telefonieren. Dann kommt er erst hier hin und dann weiß ich auch, welches Gericht er nimmt, oder? Oh, wird gesprochen. Oh! Oh, shit! Verdächtig. Ja, ja. Komme ich noch irgendwie raus hier aus der Situation? Kommt die mir hinterher oder so? Oh, die kommt mir hinterher. Ja, sorry, geht zur Seite. Entschuldigung. Kann ich mich hier verstecken? Ist es irgendwie möglich? Nein, Waschbecken überfluten. Boah, diese Musik. Was ist da los? Ich weiß halt nicht, welches Gericht ich vergiften soll. Der stand... Oh, Mann! Duck dich mal hier hinter. Der stand hier irgendwo. Was ist denn das? Das kann man auch nicht erkennen. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt in der Hoffnung, dass der sich das hier schnappt. Ah, da kommt er auch schon. So, welches habe ich vergiftet? Das zweite von rechts, ne? Auf dem weißen Teller. What's in this? Hm.
Okay, er nimmt das. Anyway, there's so much to do in this city. I feel like giving up my job and shit. Shit, Laden, der nimmt das mittlere Gericht. Was? Sind hier... Ach doch, boah, ich wollte gerade sagen, sind hier keine anderen Speicherpunkte? Jo, das hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, es ist auch manchmal kritisch. So, er ist jetzt gerade hinten, ne? Ja, sorry. So, da ist die Trulla. Er steht da noch und ich muss das mittlere vergiften. Okay, er guckt weg. Ja, vergiften. So, und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ihm wird schlecht. Er geht dann irgendwo, wie gesagt, zum Klo. Und dann hat sich die Sache hoffentlich. Ist aber echt cool hier, ne? Ich würde fast sagen, bis jetzt ist das meine Lieblingsmission. Weil es halt echt super... Oh, da ist die Alte wieder. Weil es echt super schön ist. Ich finde es echt toll. So, kommst du rum, Kollege? Ja, da hinten läuft er gerade. Vielleicht muss ich mich dann echt ein bisschen hier in die Nähe stellen, damit dieser Dialog beginnt. Ja. Interesting. Da ist er. Ah, Security-Typ kommt mit. Der wird aber ihn hoffentlich auf dem Klo dann alleine lassen. Ah, this looks interesting. Nein! Was? Ey, wie mies ist denn das? Wie mies ist denn das? Jetzt nimmt er was anderes? Okay, wir folgen ihm. Wir gucken mal. Vielleicht nimmt er dann beim nächsten Rundgang das andere. Boah, wie blöd ist das? Jetzt geht der hier in die Bar. Morgan, check again for messages, please. No, Mr. Morgan, no messages. Is my suite ready yet? Housekeeping is almost done, sir. I do apologize. Oh nein, jetzt geht er in seine Suite. Oder was macht er jetzt? Hey, waiter. Oh nee, jetzt geht er wieder raus. Der da vorne sieht mich. Okay, jetzt geht er wieder raus, kommt dann gleich wieder hier rein. Was zur Hölle? Okay, dann können wir nur hoffen, dass er jetzt gleich das Gericht nimmt. Was macht er da? Selfie? Oh, Entschuldigung. Jetzt kommt er wieder hier rum, okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Das müsste doch jetzt so funktionieren. Ich habe es da vergiftet. Achso, wird gespeichert, okay. Ja, dann würde ich sagen, laufe ich jetzt noch ein bisschen rum und gucke mir hier die wunderschöne Landschaft an. Mitte? Ja, Mitte. Ja, geil. Mhm. Dann. Ja, geil. Ja, jetzt muss aber was passieren. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Komm her, hier hinten sind die Toiletten. Komm, mein Freund. Der Bodyguard folgt ihm noch. Der Bodyguard folgt ihm nicht mehr. Oh, oh, ich muss mich gerade ein bisschen beeilen. Bupp, einfach mal hier so hin. Okay. Ja, doch, der Bodyguard kommt daher, aber wenn der echt zum... Der kotzt nur in den Mülleimer?
Es ist doch nicht dein Ernst. Der kotzt nur in den Mülleimer? Shit. Was machen wir denn jetzt? Das ist jetzt echt doof. Das ist jetzt echt blöde. Wir haben noch eine Münze. Ja gut, wo soll ich die... Das ergibt keinen Sinn. Nee. Ja, jetzt wird nämlich irgendjemand anders aufmerksam. Das ist aber gar nicht mein Plan. Der kotzt sich jetzt da die Seele aus dem Leib. Der Bodyguard steht da nur. Ich weiß jetzt gerade nicht so wirklich, was ich tun soll. Ich kann den Bodyguard überwältigen. Ist er fertig? Er ist fertig. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Shit, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Shit! Ken Morgan. Has a message come through for me yet? Hold on. Still nothing. Frightful signs. Boah, das regt mich gerade auf, Leute. Wisst ihr, was ich mache? Stopp mal eben. Ich hab jetzt gerade kurz überlegt, was ich jetzt am besten mache. Ich lade mal eben kurz. Es wurde ja gerade 33. Da wurde gespeichert. Das laden wir mal eben kurz. So, ich fände natürlich auch die Sache mit der... Mit der Nachricht ganz cool, muss ich sagen. Das Problem dabei ist, dass ich mich jetzt eigentlich ja schon verlassen habe, dass das mit dem Vergiften hier funktioniert. Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Dass das hier mit dem Vergiften funktioniert. Das funktioniert nicht so und jetzt möchte ich nicht noch ewig nach der Nachricht suchen. Ich habe jetzt einen Plan, ob der aufgeht, ist fraglich. Dafür brauche ich ihn. Okay. Ja gut, laden. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, glaube ich. Bestätigen. So, da muss ich aber trotzdem eben, wo muss ich reingucken? Gelegenheiten, Kammerjäger. Das haben wir gemacht, genau, Gelegenheit genutzt bei dem anderen. So, das Corpus Delicti. Verfolgen, wollen wir das mal machen? Wir machen das jetzt, Leute. Ja, wir machen das jetzt. Ich habe das jetzt lang genug so probiert. Dann machen wir das, dann hat die Folge hier mal wieder Überlänge. Wie sollte es anders sein? Wo muss ich denn hin? Da hinten hin. Okay, ich werde erstmal... Ach, shit. Okay, die erkennen mich. Hier bin ich in der Sackgasse. Komme ich da rein? Garçon! Die reden ja nicht vernünftig. Die reden ja nie vernünftig mit mir. Deshalb bin ich mir nie sicher, ob ich reinkomme oder nicht. So, ich muss auf jeden Fall nach oben. Eine Überwachungskamera, ja, okay. Damit kann ich noch leben. Ach, jetzt sind wir... Ah, natürlich, jetzt sind wir wieder hier. Oh shit, beeil dich, die Truller da vorne. Noch weiter nach oben. Ach Mist, das hätte ich... Oh, so dumm, ne? Ich hätte die Gelegenheit direkt auf dem Rückweg nutzen sollen. Also ganz am Anfang. Ganz am Anfang hätte ich das machen sollen. Ich habe es mega verpeilt. So, was ist hier los? Ah, neue Gelegenheit. The letter, Neil. The one Dexie Barrett told you to take down to reception 3 hours ago? Ah, right. Just acclimatized today. No, I'm good, thanks. I'll pop down in a moment. Yeah, so you keep saying. Look at, Dexie Barrett is Jordan's manager. She's not the boss of us. Who's the one for it? She didn't say. But he's staying at the Queen's Suite, so I figure he's someone important. All the more reason to deliver... So... Dexie Barrett sends a message to the occupant of the Queen Suite, a.k.a. Ken Morgan. This must be the reason for Morgan's surprise visit.
Sounds promising. Clearly, Barrett doesn't want her client Jordan Cross to know about Morgan's presence, so whatever business the two have, they're likely to do it in secret. I suggest you intercept that message, 47. Could be a chance to catch Morgan off guard. For his letter. I will. In a minute. Okay, also er macht sich da jetzt auf den Weg. Sehe ich das richtig? Beschaffen Sie den Brief an Ken Morgan. Jawohl, er macht sich auf den... I wish she was my manager. Dixie. Nee. Managing your shitty band. Nah, Dixie Barrett doesn't waste time on amateurs. She's a kingmaker, that one. Only works with the best. Well, I mean, she's been with Jordan in the class since the beginning. That's different. Macht er da jetzt irgendwas? Jordan Ken. He could have bought up monumental records without making a dent in his trust fund. Yeah, except he didn't. Nah, that's right. Hiring Dexie Barrett is the only privileged thing he did. He wanted to prove himself. Do it right and true. Ich bin mir gerade nicht sicher hier, ob der ganze Dialog da jetzt mega wichtig ist und ob es jetzt noch weitergeht, ob der da abhaut. Oh, wir hätten die Flasche Bier vergiften sollen. Der geht da nicht weg, der Typ. You know, I think you just answered your own question. Der geht da nicht weg. Na, er kommt. What the? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts. Ich hab nichts gemacht. Ich hätte es ein bisschen geschickter machen sollen. Mich da hinten verstecken sollen. Macht er das denn jetzt wenigstens aus? Das wäre super, dass ich den zumindest noch überwältigen kann. Mach mal die Tür zu hier bitte. Oh, danke schön. So, hätten wir das schon mal erledigt. Aufnahme läuft. Beschaffen Sie den Brief. Verkleiden. Die Nachricht nehmen wir. Und wo ziehen wir dich hin? Gute Frage, ne? Einfach mal hier so. So, kann ich das hier wieder rückgängig machen? Nein. So, geben Sie den Brief an der Rezeption ab. Alles klar. Was? Hä, warum bin ich jetzt verdächtig? Wir gucken, wie weit wir kommen. Ach, jetzt sind wir wieder auf dem Dach. Eieiei. Nein, geh da durch, geh da durch, geh da durch, geh da durch. Okay. Die Musik macht mir hier gerade ein bisschen Sorge. Ah, jetzt kommt ausgerechnet er, ne? Ausgerechnet er. Kannst du jetzt mal weggehen? So, you think it'll be a hit? Ich da durch? Ich einfach hier durch. So. Hier ist alles gut, mich erkennt niemand. Ich bin aber trotzdem noch auf Suche. Das ist halt echt doof, ne? Oh, oh. Schnell, um die Ecke. Ihr kennt mich alle nicht, zum Glück. Dich spreche ich nicht wieder an, Trulla. Und er ist gerade weggegangen. Platzieren. Hi. Dexie Barrett, you asked me to deliver this. It's for a gentleman staying at the Queen's Suite. Of course. I'll make sure that Mr. Morgan gets it. Yes. I would say that's strange. Okay. And you're with the stage crew, right? Okay, wenn es strange ist, dann, wenn es strange ist, dann lasse ich das lieber. Stell mich jetzt einfach mal hier so hin, oder? Ken Morgan. Any messages for me? Let me check. Yes, Mr. Morgan. Ich bin so doof. Letter was only just delivered. Here it is. Finally.
So, er hat die Nachricht bekommen. Jetzt geht er nach oben oder was macht er? Jetzt liest er die erstmal. Der Typ geht weg. Call me when you get there. Dexy Barrett. Well done, 47. Morgan is on the move and we know exactly where he is headed. Wäschekammer? Meeting in the linen room. Welcome to the exciting world of corporate underhandings. Okay. Ich bin mir trotzdem sicher, dass ich erst den... Hey, the stage is looking good. Den Typ... Stage crew? Not on my list. Was? Achso. Ja, dann lass mich. Hallo? Hallo? Ihr habt mich da geblockt, dann gehe ich halt woanders lang. Oh, jetzt suchen die... Euer Ernst? Euer verdammter Ernst? Die Typen haben mich mega geblockt. Oh, Mann. Was mache ich denn hier? Wo ist denn jetzt die verdammte Wäschekammer hier? Eieiei. Och, komm schon. Das hat so viel Spaß gemacht. Jetzt raff ich's nicht. Also, ja, runter. Oder was? Warum darf die Crew hier nicht hoch? Ich war doch die ganze Zeit da oben. Nee, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wo, auf welcher Ebene ist der jetzt? Der ist auf Ebene 0. Der ist ganz, ganz unten. Oh Gott. Wie komme ich jetzt nach ganz, ganz unten? Also so habe ich das wirklich nicht geplant. Hier brauche ich überall eine Karte. Die habe ich nicht. Ich habe auch noch keine gesehen. Überwachungskamera hat mich gefilmt. Ist mir egal. Boah, wird das laut, ey. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Eben gucken, wie weit wir kommen. Ah, Kammerjäger. Okay, ich will nur mal gucken. Ich will... Stage looks secure. Oh. Oh. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Hey, you. Da ist der Typ. Ich habe meine Hauskeeper auf meine Tür. Habe ich mich klar gemacht? Okay. Gut. Laden. Ich kann mich halt nicht auf die andere Seite stellen, weil mich da diese komischen Crewmitglieder sehen. Und hier ist das sinnlos, weil dann dreht er mir nicht den Rücken zu. Oh, könnt ihr mir mal verraten? Oh, da kommt er, wie ich das machen soll? Huh. Das gibt... Was hat der für Augen? Nein, 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 nein. Geh da rein. Oh Gott, ey. Genau wieder das gemacht. Ah, der ist weg. Genau wieder das gemacht, was ich nicht machen wollte, ne? Genau das. So, nimm ihn bitte mit. Und unser Ziel ist jetzt genau unter uns. Ich hoffe, dass der da noch ein bisschen bleibt. Okay, Wachpersonal darf durch. Wunderbar. So, jetzt aber flott die Karotte hier. So, müssen wir den jetzt noch loswerden oder läuft das so? Move along.
Oh, sorry, you work here, yeah. Don't you, my bad. I'm here now. Ich... Hä? Was ist das für ein Humbug, ey? Ich... Ist okay, ich hab die ganz woanders... Ich hab die ganz woanders hingeworfen, aber passt schon. Ey, das ist doch unmöglich jetzt. Das ist doch unmöglich. Postponed our rendezvous. She made a rather far-fetched excuse. Something about. Der ist jetzt dran. Also ganz ehrlich. Both targets down. Now head towards an exit. Was? Welchen Körper? Was? Okay, stay. Ah, you bitch! I'm gonna get you for this. Ich zeig euch. Oh Gott! Geh. Ich hatte mich jetzt so gefreut. Ich weiß halt nicht. Oh Gott, hallo. Ich weiß nicht, wann gespeichert wurde. Wo ist der Ausgang? Ich meine den richtigen Ausgang. Ah. Ah. Alter, geh weg. Oh, es wird gespeichert. Oh, was für eine krasse Aktion, ey. Wo ist der Ausgang? Ich könnte... Ah, da hinten ist er. Okay, lauf. Shit, das war jetzt nicht so geplant, aber es ist okay. Vor allem, ich wollte das ja nicht mehr mit der Klavierseite, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass mir jetzt kaum eine andere Möglichkeit bleibt. Ist hier vorne jetzt auch einer? Jo, wir gehen da raus, sofern das funktioniert. Eieiei, Leute, wir haben es dann endlich mal geschafft. Jo, weg hier. The body of billionaire media mogul Thomas Cross was discovered earlier this evening. Slain by multiple gunshot wounds. Cross was scandalously kidnapped this morning at the funeral of his only son, acclaimed rock musician Jordan Cross. A notorious recluse, Thomas Cross has not been in private life in years, and authorities are now looking into a connection between the two games. This was no coincidence. Not by a long shot. Thomas Cross had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work, and the Highmores picked up the check. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, or as has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides... It's happened before. Italy. Morocco. Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips. From a hidden source. Each contract perfectly legit, yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is, against whom?
Okay, Mission erfolgreich. Sehr schön. Die erste Sache, die ich jetzt gerade mal sagen möchte. Warum sah die Zwischensequenz so unglaublich schlecht aus? Ich habe eine Konstanze und... Konstanze, genau. Ich hatte eine Konstanze, FPS-Zahl, alles gut, aber trotzdem sah es irgendwie komisch aus, oder? Naja, okay, Mission erfolgreich, das ist wunderbar. 4000 für die nächste Stufe. Haben mal wieder ein bisschen was freigeschaltet. So, immer unbemerkt, 0 Strafe für Nicht-Ziel-Kill. Ja gut, 5000 einmal Zeitbonus ist jetzt auch nicht so cool. Aber es ist okay, ich bin zufrieden. Und ich muss sagen, ich fand die Mission eigentlich echt cool, weil mir das voll gut gefallen hat. Das am Ende mit dem Ken Morgan war dann jetzt doch ein bisschen nervig, aber... Okay, so ist das halt beim Blindspielen. Ich werde es aber vermutlich so gemacht haben, dass ich einige Teile ein bisschen im Zeitraffer abgespielt habe, denn das Ganze hat doch ein bisschen gedauert und wenn es dann so ans Warten ging, ich könnte mir vorstellen, dass ich das gleich im Schnitt alles ein bisschen schneller mache, damit ihr euch das nicht reinziehen müsst. Ja, war cool, auf jeden Fall, hat echt wieder Spaß gemacht. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass Hitman absolut kein Episodentitel ist. Mich stört das ungemein. Ich finde das so blöd. Man ist dann gerade so drin und dann ist es vorbei. Du hast 2 Ziele zu töten. Gut, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, man könnte noch so viel mehr machen. Aber nichtsdestotrotz, man hat da seine 2 Ziele und muss dann, keine Ahnung, 2 Monate warten. Ich finde das echt nicht gut. Aber gut, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!